Manchmal denke ich, die beste Erfindung, die wir Menschen brauchen, ist dieses Blitzdings von Man in Black, damit wir einen Film oder ein Game nochmal von vorne erleben und genießen können. You bow to no one. Oh, Herr der Ringe. Sieht cool aus, schauen wir mal an. Aber da wir das nicht haben, zählt nun mal der erste Eindruck und das ist bei Games nicht anders. Es gibt manche Games, die kann man wirklich nur einmal spielen, um die beste Erfahrung rauszuholen. Dann gibt es wiederum Games, die kann man zwar öfter spielen, aber ihren besten Playthrough haben sie wirklich beim ersten Mal. Und genau diese Spiele schauen wir uns heute an, also Spiele, die ihren besten Playthrough beim allerersten Mal haben. Und nur um den Vergleich zu haben, schauen wir uns danach auch nochmal ein paar Spiele an, die man auf jeden Fall mehr als einmal durchspielen sollte. Also heute schauen wir uns an Games, die ihren besten Playthrough beim ersten Mal haben, versus Games, die man unbedingt mehr als einmal durchspielen sollte. Bei den Games, die ihren besten Playthrough beim ersten Mal haben, fange ich mal mit den Spielen an, die ich ganz getrost als mid bezeichne. Was meine ich mit mid? Easy. Games, die vielleicht ganz cool sind beim ersten Playthrough, meist auch noch linear, die man durchspielt, die meiste Zeit Spaß dabei hat, aber die nicht wirklich brutal mitreißen oder im Gedächtnis bleiben. Spiele wie Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel oder Quantum Break. Oder, wenn man mal ehrlich ist, auch viele Ubisoft-Spiele. Far Cry 6 mit. Assassin's Creed Valhalla, ehrlich gesagt, auch mit. Spiele, die man vermutlich schon durchspielt, aber danach beiseite legt und vermutlich erstmal nicht wieder anfasst. Und das ist absolut fein. Lara Crofts Abenteuer hat mir beim zweiten Mal nicht wirklich mehr zu liefern. Insbesondere, wenn ich beim ersten Playthrough schon gründlich war. Und allein der Gedanke, ein zweites Mal durch die überfüllte Fetch-Quest-Map eines aktuellen Ubisoft-Open-World-Spiels zu laufen, dreht mir den Magen um. Und wir können nicht über mit sprechen, ohne die meisten COD-Kampagnen zu besprechen. Zugegeben, ein paar COD-Kampagnen sind ziemlich gut, insbesondere in der Black Ops-Reihe. Aber die meisten COD-Stories sind das Game-Äquivalent der Fast and Furious-Filme. Kopf abschalten, ballern, Action und Explosionen genießen, fertig. Klingt eigentlich abwertender, als es gemeint ist. Immerhin schaue ich auch tatsächlich ganz gerne mal einen Fast and Furious Film, weil sinnloses Actionspektakel eben auch Spaß macht. Und entsprechend finde ich in der Regel auch die schlechten COD-Kampagnen ganz unterhaltsam. Aber zweimal spielen? Dazu locken sie nicht wirklich. Der einzige Grund, eine Call of Duty Story zweimal zu spielen, ist, weil man noch Achievements sammelt. Aber das zählt ja nicht wirklich. Jetzt kommt ein Game, was ich ziemlich gut finde, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber was man, glaube ich, wirklich nur einmal spielen kann. Portal und Portal 2. Beide genial. Beide coole Story, überragende Voice-Performance ist lustig und spannend zugleich und am Ende gibt es sogar Kuchen. Liar! Es dürfte aber auf der Hand liegen, warum ein zweiter Playthrough weniger spannend ist. Nicht nur, dass man die Story kennt, aber der Main-Gameplay-Loop ist nun mal das Lösen von Rätseln und Rätsel sind keine Rätsel, wenn man die Lösung schon kennt. Jetzt kommt ein Spiel, das klingt erstmal schlimm, wenn ich das jetzt sage, aber ich kann es begründen, also bitte nicht abschalten und erstmal zuhören. Nein, ich bin kein Noob und nein, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der beste Playthrough von Elden Ring und eigentlich auch Dark Souls immer der erste ist. Warum? Ganz einfach, die Welten, die From Software schafft, egal ob Elden Ring, Dark Souls oder Bloodborne, sind so unfassbar genial, dass man gerade beim ersten Playthrough so viel Beeindruckendes findet. Lore-Inhalte, krasse Bosse, neue, manchmal versteckte Areale. Nichts schlägt den ersten Blick über Leyndell oder das Gefühl, wenn man nach Stunden beim ersten Mal den leichtesten Boss des Spiels, Margit, besiegt hat. Deswegen empfehle ich jedem, auch beim ersten Mal Elden Ring ohne Guide und Vorwissen zu spielen. Denn das Entdecken dieser faszinierenden Spielwelt ist genial. Und es gibt, glaube ich, kein einziges Spiel, das das besser macht als Elden Ring. Und selbstverständlich kann und soll man Elden Ring mehr als einmal durchspielen. Aber dieser eine erste Playthrough ist meiner Meinung nach der beste, weil bei den Folge-Playthroughs ein bisschen dieses Gefühl der Exploration
verloren geht. Ich glaube, ihr versteht mich, aber Elden Ring ist so ein Paradebeispiel von Spiel, wo ich einfach unglaublich gern dieses Blitzdings von Man in Black wieder gehabt hätte. Gilt übrigens auch fürs nächste Spiel. The Last of Us ist gerade wegen einer Sache so denkwürdig. Die Story. Ach, die Reise von Ellie und Joel, insbesondere im ersten Teil, ist ein Meilenstein der Gaming-Geschichte und etwas, was jeder mal gezockt haben sollte. Aber genau weil die Story so unglaublich schön ist, mit Momenten, die einem für immer im Kopf bleiben, ist das Spiel trotz all seiner Qualitäten beim zweiten Mal einfach nicht mehr das gleiche. Natürlich kann man dann immer noch die feineren Details wahrnehmen und nochmal das gelungene Writing von Naughty Dog wahrnehmen, aber dieser erste Playthrough bleibt legendär. Beim nächsten Spiel scheiden sich die Meinungen vielleicht sogar noch etwas mehr als bei The Last of Us. Wobei bei Part 2 war es schon sehr kontrovers mit The Last of Us. Aber dieses Game war für manche... Oh mein Gott! Wow! Und für andere... It's the biggest piece of dog shit. Hideo Kojimas Death Stranding war für ihn die perfekte Möglichkeit, all seine Verrücktheit rauszulassen. Etwas, was im zweiten Teil sogar noch extremer wird. Wie auch immer ihr zu dem Spiel steht, das ganze Spiel baut darauf auf, von Anfang bis Ende sich selbst etwas aufzubauen. Und ähnlich wie in Real Life hast du, wenn du etwas aufgebaut hast, nicht unbedingt Lust, das Ganze einfach nur just for fun wieder neu zu starten. Hier, bitteschön, ihr Abitur. Ich aktiviere Prestige. Bitte? Ich möchte wieder 5. Klasse anfangen. Death Stranding ist in diesem Sinne einzigartig, weil die Wechselwirkung zwischen Spielwelt, Online und Offline und eurer Reise definitiv einzigartig ist und ich mir nicht vorstellen kann, die Reise ein zweites Mal zu beginnen. Auch wenn ich bis heute immer noch nicht verstehe, was wirklich in dieser wirren Welt da abgeht. Letzter Eintrag auf dieser Liste ist Dead Space. Und damit eigentlich auch die meisten Horrorspiele. Das Problem mit Horror im Allgemeinen ist, dass es sich sehr schnell abnutzt. Sehr gute Horrorgames, wie eben auch Dead Space, schaffen es, die Anspannung für den gesamten Playthrough aufrechtzuerhalten. Aber spätestens, wenn ich das erste Mal die Credits gesehen habe, ist die Angst verflogen und damit auch jeder Folge Playthrough nicht mehr so genial wie der erste. Und um es noch einmal klipp und klar zu sagen, keines der erwähnten Spiele ist schlecht, viele von der gerade erwähnten Liste sind sogar ziemlich gut. Ich will nur damit sagen, dass die meisten dieser Spiele beim ersten Playthrough ihren besten Playthrough haben. Wie ein gutes Buch oder eben auch ein Film kann man die sicher nochmal irgendwann erleben und hat sicher auch nochmal Spaß daran, aber ich finde, ihr bester Playthrough ist der erste. Und dann gibt es Games, die sind bei jedem Folge-Playthrough sogar noch ein bisschen besser. Offensichtlicher Kandidat Nummer 1 ist ja wohl Nier Automata. Wer es gespielt hat, der weiß wieso. Aber ohne es zu spoilern, möchte ich das Spiel allen anderen nicht nur empfehlen, sondern euch auch mitgeben, dass ihr, um die komplette Story mitzubekommen, das Spiel gleich mehrmals durchspielen müsst. Um die Hauptstory selbst komplett zu erleben, müsst ihr das Spiel dreimal durchspielen, wenn ihr alle Enden erleben wollt, sogar noch mehr. Zum Glück ist das Spiel ziemlich gut, der Plot mega stark und das Gameplay fesselnd, deswegen könnt ihr euch getrost auf diese vermeintlich repetitive Reise einlassen. Ähnlich ist es mit Metal Gear Spielen. Ja, die Games leben von ihrem cinematischen Charakter, was gerade den ersten Playthrough ziemlich spannend macht. Aber die Metal Gear Spiele sind so vollgepumpt mit Easter Eggs, versteckten Inhalten und Collectibles, Foreshadowing, brillantem Storytelling, Details, Camos, Waffen und mehr, dass man getrost noch nach dem 5. Playthrough Neues finden wird. Ob man nun den erhöhten Schwierigkeitsgrad testen möchte, versteckte Cutscenes sucht, Stealth Suit und Bandana oder andere Inhalte entdecken möchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten Fans ein Metal Gear Spiel nur einmal durchspielen. Zugegeben, Hades auf diese Liste zu packen ist ein bisschen Schummeln. Allgemein basieren Roguelites darauf, dass man sie immer wieder spielt. Die Hades Game bauen auch nach Ende der Main Story noch narrative Gründe auf, weiterzuspielen. Roguelites sind in dieser Hinsicht einzigartig, immerhin könnt ihr sie so lange spielen, wie ihr Spaß am Gameplay habt und weil gerade Games wie Hades so gelungen sind, haben sie auch nicht wirklich ein Verfallsdatum. Bei Mass Effect Games sehe ich eigentlich genau zwei Durchgänge pro Spiel. Einmal als Paragon und einmal als Renegade. Einfach nur, weil ich es so spannend finde, wie unterschiedlich Shepard sein kann, wie unterschiedlich Szenarien ablaufen und um einfach mal die verschiedenen Storylines zu beobachten. Leider sind die Auswirkungen auf das finale Ende in Mass Effect 3 eher gering, aber dennoch ist die Reise doch das Ziel. Und zu sehen, wie gemein unser Held sein kann, ist schon irgendwie witzig. Ein Effekt, der in Baldur's Gate 3 noch extremer ist. Nicht nur sind die Entscheidungen nuancierter, sondern auch ihr Effekt auf den Plot ist massiver. Dann kommt noch hinzu, dass je nachdem, wer in eurer Party mit dabei ist, unterschiedliche Dialoge vorkommen, euer eigener Charakter je nach Einrichtung unterschiedliche Skills und Gesprächsoptionen hat, Würfelglück manchmal die Diskussion oder den Kampf entscheidet und dass es unzählige Enden, Quests, Wege und Möglichkeiten zum Finale zu kommen gibt und schon habt ihr 3 Billionen Spieldurchgänge vor euch, um das Spiel auch nur annähernd vollständig zu erleben. Der letzte Eintrag in der Liste von Spielen, die ihr unbedingt mehr als einmal spielen solltet, wird euch jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber... Ja, ich weiß, verwirrend, ich stehe zwar weiterhin dazu, dass Elden Ring seinen besten Playthrough beim ersten Mal hat,
Denn nichts schlägt dieses umfangreiche Gefühl an Exploration, aber Elden Ring ist auch so umfassend und komplex, dass ihr unweigerlich bei diesem ersten Playthrough einiges verpassen werdet. Und weil das Spiel so Spaß macht, der Content so genial ist, sollte man trotzdem ein weiteres Mal ran und sich noch mehr mit der Spielwelt beschäftigen. Das war's mit diesem kleinen Video für diese Woche. Da ich letzte Woche krank war, hatte ich nicht allzu viel Zeit, mich mit einem neuen Thema umfassend zu beschäftigen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten und nächste Woche sind wir mit der gewohnten Content-Dichte wieder zurück. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.